So, Leute, da sind wir wieder mit der neuen Folge von Metro 2033. Oh je, Redux. So, wir gehen auf das Spiel fortsetzen. Wir waren zuletzt, haben wir. Ja, was haben wir halt zuletzt gemacht? Wir hatten von Hunter die schöne Postkarte mit der Freiheitsstatue bekommen. Wurden angegriffen von Mutanten, ja, und ja, Hunter kam halt doch nicht wieder, und jetzt werden wir unsere allererste Reise aus dieser Station machen, und wir spielen aber erstmal Gitarre. So. Ja, hier haben wir schon wieder ein Buch, ein Tagebucheintrag, und natürlich lesen wir das. Die Messestation, genau, wir sind in der Messestation und wir wollen jetzt zu Riegler oder Riga fahren und mal schauen, was unser stummer Artyom hier schreibt. Die Verteidigung unserer Heimatstation. Vor den Schwarzen schreckliche, geheimnisvolle und unschlagbare Feinde wird allmählich zur einzigen Aufgabe. Unsere alten Feinde, die Nosalis und Telepathen, haben wir vergessen. Und wenn Hunter nicht wäre, dann hätten diese Biester schon längst unser Krankenhaus überfallen. Ich schaudere, wenn ich an das Blutbad denke, das sie angerichtet hätten, wäre Hunter auch nur eine Stunde zu spät hierher gekommen. Okay, also ja, wie gesagt, Hunter fehlt, er ist nicht aufgetaucht und daher macht sich jetzt unser Artyom, unser Proband, ja, oder unser der Held in diesem Spiel halt, sich auf den Weg Das ist schöne Musik. nach. Wo hast du die Kassette her? Habe sie für eine Tonne Munition von einem Ranger bekommen. Ja, bist du sicher, dass du es nicht bereust? Ja. Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Warum gebe ich mich damit ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten und dass du mir nicht gut tust. Verdammt, hältst du jemals deine Klappe? Mal gut, dann mal etwas anderes. Wie wäre es mit... Ich weiß, wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Und wenn deine Mama zurückkommt, zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Okay, das male ich. Papa, wann kommt Mama wieder? Bald. Ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß du geworden bist. Ja. Wir werden mal gucken in die andere Richtung. Die Frage, wer sich von wem fernhalten Tut mir leid, sollte, Artyom. Bleibt noch immer Dieser offen, Teil der Station du? Ist vorübergehend gesperrt. Nur die Wachen dürfen durch. Tut mir leid, ich kann dich nicht durchlassen. Okay, hier hätten wir gar nicht durchgekonnt, weil das irgendwie gesperrt ist. Keine Ahnung warum. Aber ich schätze mal, es hat halt seine Gründe. Hier können wir wieder Gitarre spielen oder was das da ist. Auf jeden Fall Musik machen und wir haben halt auch wieder einen Pluspunkt bekommen. Juhu! Scheiße. Ein Traum. Puh, ich habe geträumt, ich wäre wieder an der Oberfläche. Ich will von deinen Albträumen nichts hören. Es dauert noch 50 Jahre, bis wir wieder nach oben können. Also leg dich wieder schlafen. Eigentlich bin ich gar nicht verheiratet. Wie süß. Na, dann mal los, Mädchen. Jo, okay. Um mein Journal zu sehen.
Ah, okay. Gehen Sie zur Polizei, finden Sie dort einen Ranger namens Miller. Ja, das halt, hier steht halt, was wir machen müssen, wo bei dem Grün hier, was sich so hier schön hin und her bewegt, ist der Kompass. Wir haben hier auch ein Feuerzeug, was wir auch hier anmachen können. Yay! Ja. Und auf M drücken wir halt, um das hier alles rauszuholen oder wegzustecken halt. Ja, und da ich mal wieder nicht auf die Uhr geguckt habe, kann ich echt schlecht sagen, wann ich aufhören muss und wann nicht. Niemand zu Hause! Okay. Überall Dreck. Nur wer Dreck. Ist da? Leute sind Dreck. Adjom, bist du das? Ist alles in Ordnung? Überall. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Was? Ich bin Dreck? Na, dann bist du scheiße, okay? Bist du das, Peter? Kannst du sie nicht selbst öffnen? Schon wieder den Schlüssel verloren, was? Los, such deinen Schlüssel. Du weißt, dass ich nicht aufstehen kann, Idiot. Ja. Eigentlich waren wir das und nicht dieser Peter. Der Peter. Ja. Jo, was haben die beiden zu erzählen? Oder schweigen sie sich hier irgendwie an? Hier ist nicht. Hallo? Hallöchen. Hallo, ihr Kahlköpfen. Hey, ihr Glatten. Erzählt mal was. Okay, die haben hier halt wohl doch nicht viel zu erzählen. Schade eigentlich halt. Aber was? Hey. Pass auf mit den Wer Dreck. Ist da? Läuft herum und hinterlässt nur dreckige Fußspuren. Du und bist es, Adjom. Rum, wer hinter dir alles sauber machen muss. Lass mich da etwas ausruhen, ja? Ich muss bald auf Wache. Ja. Hau ab, Adjom. Oh, hör auf! Ich bin beschäftigt. Ja, ich auch. Ja. Ja, die alte Ömmerken macht da hier sauber, aber irgendwie, naja, okay. Wird das hier wohl nichts. Also kann sie wohl Alter, sich den Besen nicht gesagt, dass du in der Nähe bleiben sollst. Kaputt. Es macht keinen Spaß, überall nach dir zu suchen. Ich mach mir da solche Sorgen. Ich erinnere okay, mich daran, Papa. Wir lesen tut zu Hause, dass Kalaschnikow das sehr gut. Stolz darauf war, dass seine Erfindung zur beliebtesten Waffe der Welt wurde. Ja. Er hat gesagt, dass er glücklich sei, dass unsere Grenzen mit ihrer Hilfe gesichert werden. Also er hat hier schon einen riesengroßen Kopf als Junge in diesem Spiel. Also, deine Erfindung ist die Mordwaffe Nummer 1 in der Welt. Das ist noch schlimmer, als der Arzt zu sein, der die Guillotine erfunden hat. Und jetzt benutzen wir Patronen als Währung? Wie krank ist denn das? Denk mal drüber nach. Eine Kugel ist ein Leben. 100 Gramm Tee kosten 5 Leben. Ein Würstchen? Die Kleinigkeit von 15 Leben. Eine schöne Lederjacke? Du hast Glück. Sie ist im Angebot. Nicht 300, sondern nur 250 Menschenleben. Ja, der tägliche Umsatz des Marktes dürfte ungefähr der Anzahl Leben aller übrigen Metrobewohner entsprechen. Ja. Okay. Gott, wie kann das bloß sein? Hallo? Sag mir, dass er nicht sucht. Hallo? Tu etwas. Besorge das Geld, um Medikamente zu kaufen. Hallo? Hey du, komm mal hierher. Sprechen verboten, hast du gehört?
Und du, Adja, solltest gehen. Du hast hier nichts verloren. Ein Gefängnis ist ein Ort für Diebe. Ja. Hey. Ja, so ist das. Die haben mich geschnappt. Zur Hölle mit euch allen. Hallo, ich bin hier durch. Scheiße. Ich wurde beauftragt, den Funk zu überwachen. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu kontaktieren. Aber diese Bunker hatte es als erstes erwischt. Anfangs wurden keine zivilen Ziele direkt beschossen. Und niemand hatte geglaubt, dass dies der Krieg wäre, der alles beendet. Und während ich den Funk überwachte, habe ich am Anfang auch viel seltsames Zeug gehört. Sibirien war still. Aber die anderen übertrugen, einschließlich der Atom-U-Boote. Sie warteten auf Befehle. Sollen wir zuschlagen? Niemand konnte glauben, dass es Moskau nicht mehr gab. Marinekapitäne weinten über Funk wie Kinder. Die Mannschaften baten mich nachzuprüfen, ob ihre Familien zu den Überlebenden gehörten. Aber ich konnte nichts tun. Manche U-Boot-Besatzungen entschieden, Rache zu nehmen und begaben sich zu ihren Abschusspositionen. Andere meinten, dass weiteres Töten sinnlos wäre, weil die Welt sowieso dem Untergang geweiht sei. Die U-Boote meldeten sich lange Zeit immer wieder per Funk. Sie konnten mindestens ein halbes Jahr unter Wasser bleiben. Manche von ihnen wurden zerstört, aber nicht alle. Ich zittere noch immer, wenn ich an diese Tage denke. Okay. Also er erzählt halt, was so passiert ist. Hallo, alles klar, nehme ich an? Zumindest geht's nicht schlecht. Oh, aber du schielst, mein Lieber. Am Schili-Schili. Artyom, bitte. Mein Sohn ist krank. Hast du nicht ein paar Patronen übrig? Ich zahle sie dir zurück, sobald ich kann. Danke, Artyom. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Jo, was ist mit dir? Hier, lass uns gehen. Ich weiß nicht, irgendwie sehen die Haare nicht wirklich. Ja. Ich habe das Gefühl, den schon mal irgendwo gesehen zu haben. Wem? Ihm oder die Frau? Okay. Schau mal, das ist ein richtiger Helm für sie. Der da ist auch nicht schlecht, aber der ist genau richtig. Ja, nicht schlecht. Ist ihr Leben für sie so wertlos? Na gut, aber ihr Tod wäre für jene, die sie zurücklassen, sehr teuer. Ein bisschen teuer, ne? In Ordnung, bedienen Sie sich. Es gibt eine große Auswahl. Und nur in unserem Land. Es gibt eine Standardmethode fürs Eskortieren von Kameraden. Wagen auf den Wagen, weitere als Vorauspatrouille und andere hinterher. Glauben Sie mir, ich weiß es. Ausreichend geschützt. Ich weiß nicht so recht. Einmal haben wir Laden auf die übliche Weise transportiert. Zwei Mann voraus, drei in der Mitte und einer hinterher. Alles war gut, bis wir durch einen Nebel... Gute Waffen machen einen guten Soldaten aus! ...und eine Art Nebel. Man konnte keine zwei Meter weit sehen. Also banden wir dem Hintermann ein Seil an den Gürtel, dann an die Mittelwachen und an eine der Vorauswachen, damit niemand im Nebel verloren ging. Sicherheitslinie, ganz nach dem Lehrbuch. Scheiß auf das Buch, deshalb erzähle ich das ja. Wir gingen los. Nach einer Strecke hing das Seil zum Hintermann plötzlich lose. Wir riefen nach ihm. Nichts. Toljan, der in der Mitte ging, zog das Seil zu sich. Es schien abgebissen zu sein. Die hintere Wache weg. Keine Spur, kein Geräusch, einfach weg. Toljan starrte das Seil an, zitterte vor Angst, bis ich ihn wegzog. Selbst als wir den Tunnel verließen, sagte er kein Wort. Schauen Sie sich dieses Stück bis heute an, ganz nicht mehr getan. Frisch und saftig. Oh mein Gott! Das hat mich eines gelehrt. Wenn du an der Reihe bist, kann niemand dich retten. Deine Druckkameraden machen dich nur langsamer oder bilden ein größeres Ziel. Oh, jetzt gehe ich also alleine auf Patrouille oder zu zweit. Ausgenommen der Tunnel zwischen der trockenen Station und der verfluchten Station.
Das ist ein Sonderfall. Schweineschnauzen, heute zum bezahlbaren Preis. Bah. Und auch noch frisch. Ekelhaft. Im Krieg ist die Waffe der beste Freund der Soldaten. Was soll ich dir mitbringen? Nun, mein Schatz, was soll Wenn du es sehen kannst, kannst du es auch töten. Ein Ball und ein paar Buntstifte und Süßigkeiten. Okay, Papa? Eine gute Waffe ist der beste Partner. Einverstanden. Aber nur, wenn du dich benimmst, okay? Sei lieb zu deiner Mama und hör zu Hause auf sie. In Ordnung? Kommen Sie schon, kaufen Sie etwas. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufbold. Was willst du? Du säufst, als ob es kein Morgen gibt. Und es wird keins geben, wenn du deinen Hintern nicht nach Hause bewegst. Verpiss dich! Gehen wir! Bewegung, du Suffkopf! Lass mich in Ruhe, ich krieg das selber hin. Ha, da hast du aber eine glückliche Familie. Oh, naja, dass so viel Glück ist. Ich habe die beste Auswahl und perfekte Wie konnte das passieren? Aber gehen Sie ruhig und kaufen Na, Sie mal was den? Erzähl ich mal. Ich habe alle verloren. Jeder aus meiner Truppe tot. Gott, gib mir Kraft. Tausch, genug ja. Für alle. Ja, möchten Sie etwas? Wenn es das war, dann stehen Sie nicht länger hier herum. Gehen Sie weiter. Kommen wir wieder zum Geschäft. Sie werden es nicht bereuen, das garantiere ich Ihnen. Erstklassige Waren, bezahlbare Preise. Nun, ich werde darüber nachdenken. Patronentausch? Nee. Das mal nicht. Ein Tausch? Seien Sie mein Gast. Jo. Wir haben aber auch hier nichts gefunden, was für uns die Patronen. Kommen also, Sie her, schauen Sie durch. Hast du was zu erzählen? Sag was. Huhu. Nee, der guckt nur doof in der Ecke und... Jo! Hallo, Artyom. Sieh mal, ich gebe dir das Buch morgen zurück, okay? Habe es noch nicht durch. Metro 2035, okay. Ja, da haben wir schon mal eines der Bücher von Metro. Das ist ein tolles Buch. Vielen Dank. Ja, und wie auch in Artyoms. Ich bringe es dir morgen zurück. Ich möchte es wirklich gerne zu Ende lesen. Jo, mach du mal. Jo, Leute. Hallo. Hallo. Ich kann nicht springen. Artyom kann nicht springen. Aber er kann Kniebeuge machen. Yay. Was geht ab? Artyom. Wo ist deine Ausrüstung? Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Oh, ja. Ist da. Hallo, Artyom. Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Er scheint völlig inkompetent zu sein. Als wenn du als Soldat geboren wärst. Jeder kann alles lernen. Nein, nur wenn du dafür geschaffen bist. Wenn nicht, bist du für den Rest deiner Tage ein Putzmann oder so. Du hast zwei Hände, hast einen Kopf, hier ist deine Waffe und los, los, los! Keine Angst, es ist immer die gleiche alte Geschichte. Er hat riesengroße Ohrlöcher, muss ich mal sagen, ne? Ja. Hallo, Artyom! Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal!
Maschinenpistole Kaliber 5,45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Nutze kurze Feuerstöße, Atium, und verschaff dir auch etwas Munition. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Echt jetzt? Jo, und hier können wir unsere Waffe testen. Machen wir mal. Jo. Ein Bärchen. Ja. Aber jetzt haben wir viel zu viel von der Munition. Ja, wird wohl reichen. Denke ich mal. Egal. Ja. Gibt's irgendwie noch Munition? Nee? Okay. Dann nicht. Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Ich habe Moskau nie gesehen, nur die alten Bilder. Moskau ist weg. Und bald werden wir auch weg sein. Und die Monster werden die Erde übernehmen. Aber es gab noch andere U-Bahnen. In St. Petersburg, Minsk, Kiew. Vielleicht haben auch anderswo Leute überlebt. Zumindest eine Weile. Aber es sind so viele Jahre vergangen. Und wir haben nichts von ihnen gehört. Die anderen Städte hatten keinen Verteidigungsring wie Moskau. St. Petersburg war so eine großartige Stadt. Die Kathedrale. Und die Admiralität mit ihrem Turm. Ich erinnere mich an die Sommernächte auf dem Nevsky Prospekt. Leute, Gelächter, Kinder mit Eis. Schöne, schlanke Mädchen. Die Musik. Und die Luft so süß, dass man sie trinken konnte. Was für eine wunderschöne Welt. Wir zerstören. Was für eine Verschwendung. Nein, aber ganz ehrlich, dass die... Ja... So die das alte Leben vermissen... Ja, kann ich irgendwo nachvollziehen, ne? Oh. Ich glaube, ich hab was ganz Schlimmes getan. Ihr habt gesehen, es wird auf einmal was weiß. Und ich glaube, ich habe euch gerade mal gezeigt, wie es aussieht, wenn man schlechte Karma-Punkte sammelt. Ja, scheiße. Ich kann nicht die Spitze piepen, Alter. Hi, wie geht es dir, Atjom? Ja, gut, ich hab nur... Ja. Komm herein, Junge. Bist du bereit aufzubrechen? Gut. Du hast vermutlich gehört, dass unsere Station ein Bündnis mit Riga eingeht. Wir schicken ihnen ein paar Wagen mit humanitären Gütern, ein paar Waffen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Das ist die Ladung, die du bewachen wirst. Es ist keine sehr lange Reise und es sollte auch nicht zu schwierig werden. Artyom, noch eine Sache, bevor du gehst. Ich kann sehen, wie du zu Hunter aufschaust. Aber das Leben der Ranger ist anders als unseres. Sie sind leichtfertig und sogar von Natur aus gewalttätig. Man gewinnt nichts dadurch, dass man den Helden spielt.
Halte dich also aus Ärger raus. Bring die Karawane zum Zielort und komm so schnell wie möglich nach Hause. Auf Wiedersehen, mein Junge. So, wir haben natürlich wieder ja endmal einen positiven Karma-Punkt bekommen. Ich will hoffe, dass dieser schlechte Karma-Punkt nicht Auswirkungen auf unser Ende hat, weil ich will wirklich, wirklich das gute Ende haben und nicht wirklich das schlechte Ende. Aber es gibt einen weiteren Tagebucheintrag. Hey, toll. Doch Hunter kam gerade rechtzeitig an der Messe an. Ich male mir gerne aus, dass das nicht nur pures Glück war, sondern ein Werk des Schicksals. Und es war dasselbe Schicksal, das dafür sorgte, dass Hunter mich auswählte, um mit seinem Bericht über die Schwarzen zu Polis zu reisen. Ich habe schon mein ganzes Leben davon geträumt, die Polis zu besuchen, das großartige und legendäre Zentrum der Metro, das Zentrum unserer Zivilisation, meines ganzen Lebens. Und jetzt ist die Chance dazu gekommen. Ausgerechnet jetzt, wo meine Heimatstation jeden Kämpfer braucht, denn sie losschicken kann, habe ich das Recht, meinen Stiefvater und meine Freunde in der Stunde der Gefahr zu verlassen. Wo ist mein Platz? Neben ihnen auf den Barrikaden oder in den fernen Stationen, zu denen Hunter mich schickt? Ich kann es nicht sagen. Aber trotzdem trete ich diese Reise an. Ich stelle mir gerne vor, dass dies der Weg ist, den das Schicksal für mich ausgewählt hat. Ja. Also er ist halt der Stiefvater von Atyom. So, und ja, leider können wir das nicht. Wieder da? Nee, leider nicht. Also, ihr habt wirklich gesehen, dass ich hier wirklich... Hallo Archie, wie geht es dir? Nicht gut, du gehörsam alter Mann. Ich habe Sachen etwas getan, was den Karma beeinflusst. Aber so ist es halt. Wie wäre es mit einem Ferkel? Ein mächtig feines Haustier, muss ich sagen. Nee, danke. Mit Sicherheit nicht. Hab ich. Also ich weiß nicht. Ich mag Schweine nicht. Du schließt dich der Karawane an? Dann viel Glück! So, ich warte aber hier mal, dass... Hallo, Adja! Ich frag mich mal, warum die so eine ganz glänzende Haut haben, also... Oh! Adja! Hierher! Beeilung! Sei gegrüßt! Du bist also bereit aufzubrechen? Er hat gesagt, dass er glücklich sei, dass unsere Grenze mit ihrer Hilfe gesichert werden. Bist du bereit? Dann los. Ich warte immer noch auf das Speichern. Deine Erfindung ist die Mordwaffe Nummer 1 in der Welt. Das ist noch schlimmer. Du setzt dich dahin, Atyom. Und du, Eugene, setz dich dahin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Atyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Naja, wenn ihr mir mal verraten könnt. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ.
Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. So, und ab hier werde ich jetzt endlich mal einen Cut machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich starte auch schon mal, weil dann kann das speichern und ich kann hier einmal auf Entfernen. Und ja. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen soweit und ja, und wir sehen uns halt in der nächsten Folge. Ich muss jetzt erstmal noch was anderes machen und wir sind direkt 30 Minuten. Ja, perfekt eigentlich. Ich sage, okay, dann sage ich mal tschüss, auf Wiedersehen, macht's gut, bye bye. Und vergiss das Abonnieren nicht und ein Feedback und ja, ein Kommentar. Liebe Grüße, bald. Ich sag jetzt mal, macht's gut. Bye, bye.